BOS habe Ja. ich schon ewig vorbestellt. Ich habe die Premium auch schon aktiviert. Ich Naja, habe ist nur gar mir nicht. die Bronze-Version gesichert. Da habe ich, naja, eine Messerschmitt 108 mit 1 MG. Nee, mit einer Und ich habe MW sogar 40, die du eine beim Fenster raushältst. MG. Hast du die Bomben gesehen? Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Naja, meine sind wahrscheinlich doch irgendwie alle auf immer gefallen. Aber ich war auch schon so Ja, weit weg. bei mir übrigens aber auch ziemlich auf relativ engem Raum alles, wie ich so sehe. Seid ihr Was hat was Ju-88 genützt? geflogen? Jo. Oh, das ist die Dünkirchen-Karte. Ja, da gibt's keine. Nee. Welcher Server ist nur der richtige? Da gibt es aber 111er. Oh, die Ich haben hab. sie mir Oh, letztens erst G50. geflogen. Wer mag mit mir eine G50 fliegen? Ich kann damit Warte nicht mal, ich muss umgehen. erst mal gucken, auf welchen Server ich hier muss. Wahrscheinlich da, wo am wenigsten drauf sind, ne? Ich dreh einfach mal bei. Aber aus Jux würde ich mitfliegen. Du musst mir nur ein paar Sachen noch erklären. Ja, wo ist der Griff? Und da, was, tue ich bombardieren oder was? Ja, ich hätte Lust. 111 wieder, haben wir das letzte Mal auch. Das hat doch ganz gut geklappt. Ach, aus 7000 oder sowas. 6000. So, und bombt er jetzt 900. noch eine Runde? Ja. Na gut. Okay, dann mache ich mal jetzt Engelsgott und ich guck mal, ob ich noch einen herkriege. Ja, bring mal ein paar Leute mit hier. Wir brauchen noch ein bisschen Jagdschutz und Bomber, wenn es geht. Der Bomber wäre auch cool, das stimmt. Machen wir ein schönes Video. Was denn für? Heinkel, oh, Level-Bomber brauchen Nein, da wir. gibt es nicht so viel Trautluftgun den Fliegen, Black, aber ich glaube, die sind nicht da. Schwächlinge, kannst du ausrichten. Alles Schwächlinge. Ja, warte schon, aber das ist ein Luftspawn da bei den Bomben, oder nicht? Das müsste eigentlich unten sein, soweit ich 786 Kilo weiß. Kraftstoffgemisch. Sorry? Wie viel? 786 Kilo. Und ich nehme mal 760. Auf was für einen Platz startet ihr? SD250. Kamku ist das, oder? Ja. Was gehört du, Gut, die so, SDs? die SDs, ja. Dann schlage ich vor, die Jäger starten in Gerhard 5 mit der E1. E1 klingt auch nicht schlecht. Also ich bin schon eine Oder ich ne. G50. Ah, okay. E1. Oh, stehe ich in der Ja, der Scheißbox wollte drin? G50 Jagdschutz. Ja, kann doch auch kommen. Wir treffen uns über Bologna, wie immer. Aber ich muss nochmal, dann nochmal weg. Und du, Geh nicht weg. hinten am Wald treffen wir uns, du, ich sehe dich schon stehen. Okay. Bologna Albrecht an der Westküste, oder wie? Joa, da müssten wir vorbeikommen ungefähr. Was wollt ihr denn bombardieren? Flugplatz. Ui, rollt schon eine Heinkel. Das bin ich. Oh, das bist du. Wenn der Flugplatz noch lebt, der ist immer ziemlich schnell angegangen, aber letztens hat es Ja, nicht ansonsten haben wir geklappt. das Hauptquartier, das liegt an der Verlängerung. Okay. Ist das noch in Frankreich oder schon in England? Nee, ist alles in Frankreich an der Küste. Ja, wollen wir G50 oder 109er Ja, ich habe jetzt auch Jagdschutz? schon. Das ist euch überlassen, was er fliegt. Ihr könnt auch mit Karaja, macht doch was zusammen. Blick G50 Eskorte für uns. Bisschen wird es bei uns sowieso noch dauern. Okay, Ja. G50. Wie ist das? Muss die Engine Temperature oder die Oil Temperature auf 40 sein? Öl. Und gleich noch einen Stopp, gleich wieder um der Hälfte schließen, weil das Öl wird super schnell kalt, wenn du in der Luft bist. Und Poppage kannst du runternehmen bei der Mühle. Auf 80 oder 90% dann. Ja. Ja, ich glaube, bei Volllast kann man schon auf 2500 Umdrehungen gehen oder so. Weil die hat ja auch einen Constant Speed Propeller. Ich bin jetzt auf Okay. Engine Temperature 50, aber Oil eben nur 26 derweil. Wo seht ihr das denn alle, ey? Ich sehe das überhaupt Du nicht. müsst an der Zylindertemperatur schalten, erklärt das mal Ja, Karaja. ja, ja. Da gibt es in den Controls gibt's ein Setting für den Zylinderkopf, für die Anzeige. Da musst du was belegen, damit du das dann rechts angezeigt bekommst. Die Oil Temperature siehst du immer. Das brauchst du nicht extra einstellen. Was muss die Zylinderkopftemperatur sein? Du musst Um nur die einen Button 200 dafür Grad. belegen. Nee, du kannst auch klicken, nicht?
Ja, du kannst es auch klicken. Ich weiß aber nicht, wo da der Button ist, also keine Ahnung. Na, direkt nach Schalter. Ich habe ihn. Aber wo wird er angezeigt? Rechts oben. Gut, gehen wir nochmal 3 Minuten. Na klar. Vergiss die Kühler nicht. Das ist alles schon. Die Tour. Okay, dann hole ich mal hier mit der G50 an den Start. Wo ist die Ölanzeige? Kannst du? Die ist links daneben. Also links etwas darunter. Ah ja, sehe ich. Ein G50 startet schon. Wow, ja, cool. Nein, das bin ich nicht. Wo sind die denn? Links, rechts, wo? Das ist alles hier italienisch. Rechts vom Revi hast du doch oberhalb 6 Anzeigen, oder? Oder 6 Instrumente. Unten rechts ganz, da hast du den Zylinderkopf, da kannst du da hin und her schalten. Und sobald du da auf die 1 gehst, dann siehst du die Motortemperatur gleich oberhalb davon. Und links davon siehst du die Öltemperatur. So, ich bin in der Luft. Ah, du bist jetzt frech schon gestartet, okay. Ja, mal schauen, ob ich überhaupt lange in der Luft bleibe. Ich bin jetzt, das ist mein erster scharfer Einsatz in der G50 online. Oha. Mach mal gleich ein Video. Nacht zusammen. Servus. Tschüss. Gleich ein Video machen, Karaja. Auf was kann man den Ölradiator dann runterstellen? Die Hälfte oder? Kreist du rauf über den Platz? Ich bin gerade in einer Rechtskurve. Komm wieder gerade zum Platz zurück. Jetzt mal den Prop Pitch auf 80. Ich bin in deiner 3 Uhr unterhalb. Ja, ich sehe dich. Okay, Propeller habe ich auf 80% und Ölkühler auf 60%. Kommt noch jemand mit G50 fliegen oder? Ich glaube, der Graf ist noch gestartet. Bist du gerade gestartet hier? Ja, positiv. Ich gehe jetzt in eine Rolle. Ja, wir sind hinter dir, wir kommen hinter dir rein. Alles klar, dann halte ich einfach mal und hänge ich dran. Und Munition verschwenden geht in dieser Kiste nicht, ihr habt 500 Schuss. So, fertig. Wollen wir? Bin bereit. 500 Schuss sind eh viel, weil die Spreda hat ja nicht so die Mörder-Feuerrate. So, wir überholen dich gerade. Okay, wir starten in, oder? Mal einen Blick auf meine... Ja. Sind jetzt deine 11 Uhr etwas höher. Ui, 3, ja, Victor, ich bin dran. 1, los. Victor, Rakete. Das heißt, wir sollten von hier Kurs 260 circa fliegen. Ich komme auf deine linke Seite. Achtung, ich komme ein bisschen rüber. So, okay. Wo ist Rendezvous? Keine Sorge. Also ihr habt 309 als Begleitschuss. Wo ist Rendezvous? Wie viel lobst du? Ich bin gerade auf 80 oder 75% gerade. 75. Links unten ist die Anzeige. Wenn du die auf 70 schaltest, also links hast du so einen Hebel, oder? Also wir fliegen gerade nach Drancourt. Ja, wir sind gerade. Wenn du auf 70 gehst, dann stimmt's schön mit der Trimmung. Wir treffen uns über Bologna. Messer den Ladedruck. Genau. Okay, ja, bin jetzt auf 70. Warberg ist bei mir noch nicht drin, wieder. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Jetzt geht meins langsam rein.
Okay, wir finden uns. Die Linke ist immer noch draußen bei mir. Jetzt drin. Okay, 1, 2. 100% Pitch. Okay, nach 3, 1, 5. Okay, fliegen jetzt ungefähr Kurs westwärts. Ich habe einen Kontakt auf unserer 1 Uhr selbe Höhe. Victor, ich sehe ihn. Kannst du identifizieren? Scheint eine 119. Ja, das sind 109. Ja. 115, du. Ja, klar. Kommt ihr eh gut mit? Ich bin dran. Ja, ich muss noch was aufholen. Herr Karaja, was ich fragen wollte, müsst ihr auch für eure Autobahn zahlen? Ja, wir haben eine Vignette, also da. Ja, müsst ihr auch zahlen. Ja. Die machen das ja mit so einer Jahresvignette. Ja, es gibt nicht nur die Jahresvignette, sondern es gibt auch so Wochen- und Monatsvignetten, glaube ich. Aber die Jahres ist doch mit Abstand die billigste, oder? Also am Ende nimmt ja, natürlich, die rentiert sich am meisten. Genau. Macht doch der CEO von Bayern, überlegt das ja auch. Der will das halt mit der Steuer sofort, dass halt jeder da, weil ja EU, also EU-Bürger nicht diskriminiert werden dürfen. Zwei Kontakte, 11 Uhr, selbe Höhe. Etwas weiter entfernt. Ich habe einen Kontakt fiktiv nach Bologna. Hey, zum Informationsfliegen ist die G50 schön bequem. Ja, das schon, also das ist nicht so krampfig wie in der 109. Ich sehe die zwei Kontakte nicht, sind die immer noch auf 11 Uhr? Ja, 10 bis 11 Uhr selbe Höhe. Ah, da, ja, da sind sie. Wie viele Bomber haben wir jetzt eigentlich unterwegs? Zwei? Zwei Heinkels. Ja, das dürfte schon sie sein, nicht? Ja, das könnten wir sein, wie hoch seid ihr? 1,6, hallo 16. Ja, das sind sie wahrscheinlich. Ja, ja, wir sind auf derselben Höhe. Ich sehe euch auf 2 Uhr. Ah, Victor, drei Kontakte. Okay, Dui, 3, 1, 5. Ihr habt einen einzelnen Kontakt hinter euch. Etwas tiefer. Könnte auch einer von den Bombern sein, die da eben gestartet sind. Nein, ist definitiv kleiner. Nee, ja. Oh ja, eine 109, Victor. Ja, das ist einer von den 626ern. Schön. Auf die gespannt auf die Wirkung von den MGs. Das Vorwerk ist bei mir drin, oder? Bei mir ist es drin, bei dir sieht es auch drin aus. Okay. Klappen auch, sehen auch gut aus bei dir. Merkst du sofort, wenn die Kiste besser ausgetrimmt ist, ne? Mhm. Wie hoch ist das Maximum für Motortemperatur? Keine Ahnung. Bei der G50? Also ich habe den
den Kühler für den Motor selber komplett offen und habe 190 Grad gerade. Und beim Ölkühler habe ich es nur 50% offen und ca. 60 Grad. Ich finde die Temperaturanzeige fürs Öl immer noch nicht. Die Temperaturzeile links zeige für ja, links darunter. Gleich links daneben praktisch die untere. Bei den 6 Anzeigen oder 6 Instrumenten, die in der unteren Reihe die Mitte. Muss, ist ganz eine komische Anzeige, muss den Zeiger drüber halten. Ja, also rechts vom Visier, zweite Spalte und das untere von den beiden. So, langsam, aber doch überholen wir euch. Bomber. Nie und nimmer. Wir haben zwei Motoren, ihr nur. Nein! Wie, du mach was! Leistung erhöht! Schnell in den Bug schützen. Warum war es denn jetzt schon wieder? Da hat uns eine G50 überholt. Seid ihr kaputt? Nein! Jetzt bitte! Das nenne ich mal Nah-Escort. Das machen wir nah. Könnt ihr mal über Bologna dann kreisen, bis wir da sind? 5-6 Minuten brauchen wir noch. Jo. Bist du bei uns im Kanal? Nein. Hä? Bist du Moment, bei uns im ja. Kanal? Naja, ist doch gut. Ui, 115 und ein Poppitch runter auf. Warte mal. 90, das heißt 15 Minuten nach 11:30. Ich sehe gerade, die G50 hat überhaupt nur 300 Schuss pro MG. Das ist schon. Aber das geht, anhebig. Also du hast schon lange was von. Die Schussrate ist sehr niedrig. Und gehe ich richtig in der Annahme, dass man außer der Engine Fuel Pressure Anzeige keinen richtigen Treibstoffanzeiger hat? Oh ja, ganz rechts. Doch, man. Oh ja. Ihr seid eine 2-Bombe, oder? Ja. Und also wir haben euch erreicht, also können wir weiterfliegen. Wir haben Begleitschutz von 3G50. Zusätzlich. Und eine 109, glaube ich. Wir gehen jetzt auf 330, lieber Rolf. Karaya, ich bin auf Vollgas, um dir zu folgen. Kannst du leicht zurück? Okay, ich bin eigentlich noch immer auf den 70. Den 70 mm Quecksilber. Ich gehe mal runter auf 60. Das ist nicht gut. Die 111 fliegen jetzt genau auf die feindlichen Bomber zu. Das macht nichts. Dem seid ihr gleich in einer Riesenwolke. Die G50 hat keinen Lader. Gar nicht Lader 2. Lader. Okay. 115. Hopp, bleibt stehen. Kurs 330. Jetzt. So, mal sehen, ob der du in der Blindflugschule war. Der Lader noch. Ging, glaube ich, noch nicht rein bei mir. Doch, der ging rein. Ich kurve hier mal um die Wolke herum. Das macht sonst keinen Spaß. Wir sind über 3400 Meter, der Lader muss rein sein. Na, legt da den linken kriege ich rein, warum den rechten nicht? Wir sind nur noch zu zweit, Karaya, glaube ich. Graf, kommst du nach? Ja, mehr schlecht noch? Als recht. Wie. Ja, Karaya, was machst du anders? Hast du. Ich habe meinen Propeller-Pitch auf 80% und 60 mm Ladedruck. Sonst nichts. Hast du das Gemisch verstellt? Das Gemisch ist noch komplett so wie zum Start, 100%. Ja, okay. Und hast du Treibstoff 100%? 75. Ja, dann daran wird es liegen. Ja, wobei so viel. Gewichtsmäßig wird das wahrscheinlich nicht ausmachen. Ui, 50 habe ich zu viel Sprit. Krieg bei mir den Lader nicht rein, wie du.
Auch manuell nicht, wenn ich es anklicke. Ich verstehe nicht warum. Oder? Na, er ist noch draußen. Habe ich die P2 gewählt, aber die hätte doch wahrscheinlich da gar keinen Lader, oder? Ihr müsst mal ein bisschen drosseln, ich komme da nicht ran. Ihr fliegt hier weg. Ich bin jetzt so, auf 50 mm. Entschuldigung. Wo geht's denn eigentlich hin jetzt? Nach Kali, was ist das? Mark? Kali Mark, ja. Kali Mark. So, also wir haben hier was? Ja, du hast eine P2, du. Also wir haben eine Dreierstaffel, 109er neben uns drei auch noch, oder was? Wir haben eine Dreierstaffel 109er und eine Dreierstaffel G50. G50, sagt mir mal bitte eure Leistungsdaten durch, was habt ihr eingestellt motormäßig? Ich bin jetzt auch gerade auf 50 runter. Ich versuche mich wieder hinter dir reinzureihen. Ja, flieg einfach hinter den Baum an, ich sehe dich. Oh, Achtung, da stürzt was runter. Oder hängst du noch schön dran? Ja, bis jetzt kann sie mithalten noch, aber ich denke mal, dass sie irgendwann auf der Höhe wahrscheinlich sich ändern wird. Aber bis jetzt noch geht's noch. Kein Problem. Ja, okay, Karaya, bleib ruhig auf Kurs. Ich komm dann wieder ran. Wir haben hier 409er rechts neben den Bombern jetzt. Ja, für uns, für uns. Hoppage runter reduzieren, was zu hoch. Feinde waren gemeldet. Wo? 11 Uhr. 11 Uhr? Ja. Können das die einfliegenden Bomber sein? Ich sehe Kontakte über dem Wappen. Bin mir nicht sicher, ob das nicht Schiffe sind. Es sind noch einige Schiffe auf der Karte. Wir werden auf jeden Fall nicht aus Feind gemeldet, die Schiffe. Singst. Ja, ich habe mir nur kurz die Kontakte angeschaut, aber das sind glaube ich lauter. Hobbitsch reduzieren, Dui. Lauter Schiffe, meine ich. Viertel 12. Bin mir nicht sicher, ob das der P2 genauso ist. Ja, schaut, dass er nicht so hoch dreht. Genau. Mein vorderer Gunner. Oh, E8. Ja, E8, wir haben definitiv Spitfires hinter uns, auf 6000 Meter. Ja, das ist über uns. Wie hoch seid ihr? Wir sind auf 5,2 jetzt. Ich krieg gemeldet, 8 Uhr oberhalb bei mir. Wie du? Aus der Sonne. Kann jemand den E1 also den den 109er sagen, sie sollen erhöhte Position einnehmen? Meine Gunner schauen nach oben. Ich sehe da Jäger, die komplett irgendwie wegfliegen von uns. Also wieder viel zu weit weg. Kommen wir wieder zurück. Wer ist denn unser dritter G50-Pilot? Graf. Ah, okay. Was hast du gerade für Motoreinstellungen? Na, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also ich fahre hier mit 21.000 Umdrehungen. Nee, das ist viel zu niedrig. 2.100. Ist viel zu niedrig, selbst für 60 mm. Du musst schauen. Große Bomberformation auf unserer 2 Uhr, vielleicht auch Hallo 40. Okay, du Kurswechsel. Graf, der Propeller funktioniert andersherum 90. Als bei der 109. Achtung, Kurswechsel 90. Ja.
Karaya, kommst du noch auf die Höhe der Bombe? Ja, ich bin direkt hinter ihnen. Ich komme da gar nicht hoch. Sieht gut aus wieder. Wie viele Umdrehungen hast du, Karaya? Circa 2400. Dann bist du aber auf 100%, nicht? 90% pro Pitch. Und 60 mm Ladedruck. So, du, ich hau jetzt den Autopiloten rein. Liegt euch auch. Wie verändere ich denn den Ladedruck? Ja, mit dem Gashebel. Den Prop kannst du gleich senken auf 60, 65, sowas. Ja, du musst aber aufpassen. Auf, der Propeller-Pitch ändert sich bei der G50 verkehrt herum als bei der 109. Also bei der 109. Acht auf. Wenn du ihn erhöhst, verringert er sich bei der G50. 8 Bomben, 40 Meter. Okay. Ah, zieht voraus. Noch weit. Bin gut auf Kurs. Ich hab 1-1 Atta. Umdrehung bei 2300. Höhe. Das sinkt noch ziemlich durch. Ah, ja, das macht er. Das macht er automatisch. Die kommt schon noch. Höhe wird bei 5300 werden. Oder 200. Na ja, Victor. Jetzt kommen meine hoch, 5300. Okay. So, fertig machen Sie Bomben. Victor. Da kommt was hinter einem der Bomber rein. Ja, ja, das sind, das sind 109er. 209er direkt hinter den Bombern. Und ich. War es der erste Platz oder der zweite? Der erste. Victor. Na, diesmal kommen wir nicht ganz so gut. Boah, ich bin im Moment gut auf Kurs. Kann ich klagen. Also, ihr habt nicht ganz so viel vom Winkel, glaube ich, gell, aber. Warte mal ab. So, ich habe jetzt 90% Mischung, 80% Prop-Pitch und 60 mm Ladedruck in der G50. Ziele voraus, gesichtet. Auf was für eine Geschwindigkeit kommst du dabei? 310 indicated. Okay. Dann hole ich ja mit satten 20 km pro Stunde auf. Einbrechen. Bin gut auf Ziel. Die führende Henkel ist ein Video, oder? Ja. Du, nimmst du links oder rechts? Victor, ich versuche ziemlich zentral, ehrlich gesagt, aber eher links ist es bei mir. Victor, dann nehme ich eher rechts. Also wir haben hier noch immer mindestens 409er und unsere 3G50. 40. Ich habe jetzt Motortemperatur von etwa 280 Grad. Ist das okay? Ich habe 225. 280, sagst du? Ja, 270 und dann noch ein paar zerrissene. Ja, keine Ahnung, wie hoch die sein darf. Aber das Zylinderkopftemperatur ist, glaube ich, kann die relativ hoch steigen. Indianer werden gemeldet. Leicht angepasst.
Bomben gehen raus. Oh, schöner Anblick. Kann Treffer nicht einzeln, Wolke davor. Wir sollten da auch jede Sekunde rausgehen. Oh, schöne Treffer, schöne Treffer. Jawohl. Weit gestreut, aber schön in der Linie. Ja. Hat diesmal aber nicht gereicht, ne? Ja, die mittlere Kolonne habt ihr gut getroffen, aber die beiden äußeren sind, glaube ich, noch halbwegs intakt. Jetzt gehen meine rein. Ja, auch dieselben. Du hast ungefähr im selben Bereich getroffen. Ich hätte ein bisschen weiter links, habe ich eigentlich gezielt gehabt. Ja, es hat aber ungefähr denselben Bereich erwischt. Naja, er kann damit auch ein G50 nochmal reingehen. Karaya, nimm Gas, ich hab den Motor geschrottet. Ja, der Winkel wäre klar, ey. Naja, das nächste müssen wir versuchen, ein bisschen weiter links dann zu kommen. So, Autopilot raus. Na, du bist vor mir. Meine Feinde waren gemeldet. Ich hab hier 5, ich hab hier 5 Kontakte, etwas niedriger. Schon aus wie Gegner. Spitz vielleicht. Wir drehen ab nach San Omar. Bombenklappen geschlossen. Karaya, wie ist deine Position von den Bombern aus? Von den Bombern aus weiß ich nicht, aber ich bin jetzt östlich von Oe Plage und sehe hier 5 Kontakte auf einer Höhe von circa 4,5. Ah, sind britische Bomber. Da werde ich mich mal drauf stürzen. Und dann geht auch zusammen. Ja, und sag mir erstmal, wo du bist. Östlich von Oe Plage auf 4000 Meter. Oe Plage ist der zweite Flugfeld weiter östlich. Ja, Blenheims. Also ich bin jetzt schön hinter dem Träubchen hergeflogen. Bist du noch bei den Bombern? Nee, du bleibst du bei uns, Kauf, wenn du bei uns bist. Bleib bei uns. Kauf ist, glaube ich, direkt an dir dran. Ich greife jetzt gerade Blenheims an. Pilot of a Blenheim was killed. Okay, der wird runtergehen. Ah, die sind jetzt gerade in einer Riesenwolke drin. Also über Oe Plage sind 5 Blenheims, bald wahrscheinlich nur noch 4. Höhe? 4000. Geil, ich habe auf einen Hurricane geschossen und die hat es nicht mal gemerkt. Dui, alles raus. Victor, ich bin jetzt noch hinter dir. Schließ mich an. Bomber fliegen Kurs England, sind jetzt nördlich von Calais. Höhe 3,5. Kurs 300 nördlich von Calais. Ja, noch ein Pilot. Na, die G50 hauen ja rein. Und noch ein Pilot Kill. Drei. Haben die auch Kaliber 50? Nö, die haben nur 7,62 Vickers. Britischen Bomber hatten immer nur die Erbsen MGs. Nee, der meint die G50. Ah, die, ich meine die G50. Die ja. G50 haben Breto Safford. 12,7. Ah, von größer, ja. Na, okay, die hauen wir fand ich dann auch eher in die ja, Kabinen 50er rein. Kaliber ist das. Ja, aber so ziemlich der schwächste schwere MG des ganzen Krieges. Naja, aber sagen wir mal nicht ganz uneffektiv, oder? Wenn du dreimal hintereinander die Piloten erwischst, dann schlagen die anscheinend schon ein bisschen durch. Und noch ein Pilot. Vierter Pilot-Kill. Das ist der Wahnsinn.
Ein Klick habe ich das nicht mehr auf Video. Karaya hat sicher, das ist sein erster Flug, der hat das aufgenommen. Pilot Kill, fünfter. Video. Alles auf Video. Deine Scheiße. Also weiter unten, nahe bei Calais, hat sonst... Sind dann jetzt dran wieder, wie du. Alles klar. Hab hier einen Kontakt, ich glaube, das ist eine Speed. Jo, einzelne Speed. Sie sieht mich nicht einmal. Wer ist denn die 109, die hier noch dabei ist? Bist du das Graf? Nee, das sind die 66 von Sigur. Okay, also stimmt, der 109, ja. Hast du den Lauter schon rausgenommen? Das ist ein Witz, oder? Warum? Ich hab den noch nicht mehr reinbekommen bei mir. Also, nee, warte mal, er ist draußen, ja. Kann ich bestätigen. Dann nehme ich die P2. Oh, die rollt ja schlecht. Die G50, bin ja gerade in einer Schere mit einer Speed, sehr niedrig. Hab sie beschossen. Wo? Nördlich von, warte mal, Kokel. Mit der Erlaubnis, Formation verlassen zu dürfen, Herr Kommodore. Erteilt. Wie, du warst doch noch bei uns? Naja, ich bin die ganze Zeit um mich herum gekreist. Hast du das denn mitgekriegt? Ich habe hier was kreisen sehen, aber ich dachte, es wäre eine 109 gewesen. Hochverdächtig nach. Naja, ich will es nicht sagen. Nach Schnitzel, oder? Schnitzel, Rügener Schnitzel! Jawohl. Jawohl, nichts anderes. Beim nächsten Geschwadertreffen, oh ja, da kannst du dich nicht mehr drücken, da gibt's dann Schnitzel für alle. Oh, da mach ich euch Schnitzel, da wollt ihr mich ficken. Nee, da hab ich schon Angst vor. Da gibt's Schnitzel mit Bratkartoffeln, Schnitzel mit Pommes, Schnitzel mit gekochten Kartoffeln, Schnitzel mit Leberwurstaufstrich, Schnitzel mit Gulasch und Schnitzel mit Nudeln und Schnitzel mit Schnitzel. Guck drauf. Und nackige Schnitzel gibt's auch, ohne Panade. Ohne Panade, genau. Karaya, welche Höhe hast du denn? Höhe ca. 100 Meter hinter der Spit, aber ich bin komplett leer jetzt leider. Spit weiß das Gott sei Dank nicht, aber ich werde mich jetzt mal irgendwie hier verdrücken. Dann ich bin jetzt direkt, über der Stadt. Ich glaube, die Spit hat es nicht wirklich gecheckt, dass ich noch an ihr dran bin. Bin über der Stadt. Sehr, sehr niedrig. Calais, sagst du? Calais, gerne. Ja. Okay, ich setze mich hier mal ab. Zurück nach Hause. 5 Blenheims müssen genügen. Ja, das hat er gut gemacht, hat er fein gemacht. Kriegst ein Bienchen ins Moody-Head. Werde ich in der Wochenschau löblich genannt. Ja. So, du, ich fertig machen. Ich da. Und krieg ich einen Hello Kitty-Stempel von Commodore. Ja. Gibt's oben drauf. Mit Schleifchen. So, dann haben wir mal das Klappen raus, ne? Ja, klar. Wo bist du von mir aus? Auf Uhr? Deine 7 Uhr, 8 Uhr direkt. Okay. Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles klar. Servus, Continuo. Bleibst du da drüben? Fahrwerk, ich bleib drüben, ja. Fahrwerk auch, oder? Ja, Fahrwerk auch. Bis bald. Ja, ciao, dann gehe ich nach rechts. Servus. Liegt da. Ah, Fahrwerk kommt raus bei dir, sieht gut aus. Die will immer nach links rüber, ja. Ich muss noch ganz schön slippen. Ja, bei mir will die nicht wirklich nach unten. Mit den vollen Klappen. So,
Navigieren auf 5 Metern Höhe ist nicht so das Einfachste. Solange kein Haus kommt? Ich bin gerade hier über irgendeinen Platz geflogen. Oh, da ist noch einer. Wo bin ich? Ah, sieht gut aus, Fido. Hier ist ein Flieger noch, glaube ich. Ja, schön. Alles raus. Lass es doch reingleiten. Ja, bitte. Also ich fliege jetzt gleich über Odruik. Hallo 20. Ah, ich weiß schon, wo ich bin. Butterweiche Landung. Bin bei Hermelingen. Oh, das ist... Das reicht weiß ich noch nicht. Wie du willst. Links. Links halt befürchtet. Gut, irgendeine 109 hat da, glaube ich, einen Flugplatz gestraft. Spitfire was shot down by G4 Karaya. Wunderbar. Ah, okay, da. So, ich bleib stehen. Ja. Ich glaube, ich werde doch auf G50 umsteigen müssen. 3,15 Kills. Ja, du müsstest dich doch auf die Kampagne freuen. Die Italien-Kampagne. Das war doch mal ein schöner Flug. Das nächste Mal zerbomben wir das Ziel komplett, aber als Anfang noch gar nicht verkehrt. Scheiße, ich komme ein bisschen durch. Bitte? Mach's nicht doch kaputt. Ich schieß nicht auf dich, zum Beispiel. Ich würde auch nicht auf dich schießen. Nee. Boah, ich gerade auf den Kopf von einem Turmgunner. Ja, ich sitze drin, ne? Habe ich dich erwischt? Ja. Sehr schön. Aber mehr natürlich auch nicht. Soll ja nicht so aussehen, als ob ich dich abgeschossen hätte. Hier hinten kommt was eingedröhnt. Hörst du das? Aber wirklich gedröhnt. Unserer 6 Uhr sind zwei Jäger, denke ich. Der Wehrerhaufen? Nee, Pittis Haufen. Das sieht geil aus, wenn du schießt. Ne, bei dir Schnauch. Nee, so, ja, die wirken schon so, als ob sie Power hätten, gell? Die müssen halt nur mal noch auf Spitfires schießen. Was die Defensive angeht. Da kommt was, durch, ja, da kommt was. Ja, ich hab mich gehört. Feind. Oder? Ist es eine G50? Keine Ahnung. Was seid ihr?
Fein, fein. Tot. Bin tot. Ja, das ging schnell. Du hast diesmal auf den Kopf gelegt. Na warte mal, ich bin hier bemannt, ich bin wehrfähig, sozusagen begannt oder sowas. Dui trägt den Feind, den Kampf jetzt zum Feind mit seiner Henkel 111. Ah, aber er kommt von vorne, die Ratte. Da habe ich kein MG. Die Henkel hat doch vorne eine MG, oder? Ja, wir haben es aber ausgebaut. Tja. So läuft das. Kommt auf mich zu, aber ich hab's im Fadenkreuz, na warte nur. Na, die muss ich erwischt haben. Hahaha, Rauch! Sehr schön, das geht sogar hier am Boden, geht's anscheinend. Ja. Sitzt du gerade selber drin im Ganasit oder was? Ja, ja, sicher. Mhm. Wie kannst du da was treffen? Das ist ja unmöglich. Ja, die kommt da auf einen zu, ich stehe am Boden. Ach so, okay. Mal, kommt nochmal. Hä? Jetzt hat er irgendwas anderes gesprayt. Ui, ein bisschen holprige Landung in der G50. Ich glaube, er haut ab. Das Ding wird doch zu sehr getroffen, ne? Naja, in dem Motor irgendwas. Ich glaube, der hat ein Ölproblem gehabt. Witzigerweise habe ich es ja auch gut überlebt, hat mich irgendwie. Kurz, der war so verwirrt, glaube ich, dass er auf einmal beschossen wird. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich war beschossen. Oh, es kommt wieder was näher. Das hey, sag mal, ne? Wenn die Gunner vernünftig laufen würden, ne? Da haben die Spitz, die haben schon so viel Glück gehabt, dass sie uns abschießen können. Das mal da kommt wieder eine Ratte.